Hallo Wanderfreunde und Grüße aus Leukerbad im Kanton Wallis. Ich habe hier vor, die ein oder andere kleine Winterwanderung zu machen. Leukerbad ist auch ein sehr bekanntes Wintersportgebiet und auch sehr beliebt wegen der Bäder. Nun wird aber zuerst einmal gewandert. Ich werde dann anschließend noch Infos zu den Wanderungen durchgeben. Viel Spaß! Nun gebe ich dir noch, wie versprochen, kurze Infos zu den Wanderungen. Der Winterwanderweg Daubensee ist ein Rundweg und man erreicht ihn mit der Gondel von der Talstation Gemmi zur Station Gemmi Pass. Oben angelangt hat man ein wundervolles Panorama auf viele Viertausender der Walliser Alpen.
Auch das Matterhorn lässt sich von seiner Nordseite her erkennen. Das Besondere an dem Winterwanderweg Daubensee ist, dass man den Großteil des Weges auf dem zugefrorenen See läuft. Diese Hochebene hat mir gut gefallen, nur die dort verlegten Strommasten haben das Naturbild meiner Meinung nach sehr gestört. Der Weg ist mit einer Laufzeit von ca. 2 Stunden angegeben, bei einer Länge von knapp 8 Kilometern und einem Auf- und Abstieg von 140 Höhenmetern. Den Panoramaweg Torrent erreicht man mit der Torrentbahn, die einen bis zur Rinderhütte bringt. Auch dort erwarten einen direkt tolle Ausblicke auf die hohen Walliser Berge und das Rhonetal. Schön ist, dass man bei diesem Weg stets das tolle Panorama vor Augen hat und man nicht durch Skipisten gestört wird. Die Wanderung endet bei der Mittelstation Torrentalb. Der Weg ist mit einer Laufzeit von ca. 1,5 Stunden angegeben, bei einer Länge von knapp 4 Kilometern und einem Abstieg von 380 Höhenmetern. Wer es gerne etwas sportlicher hat, kann den Weg auch genau andersherum laufen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.